Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal PokéSnack. Mein Name ist Jarek und in dem heutigen Video will ich einmal über Pokémon Go mit euch sprechen und zwar über die Printqualität der Karten. Denn ich würde sagen, jetzt können wir uns ein Bild darüber machen. Bisher war das nicht so der Fall. Jetzt vor kurzem haben wir einen Boxbreak gemacht. Es war historisch der größte Boxbreak, den wir je gemacht haben von der Zeit her. Wir haben über 8 Stunden gestreamt und über 600 Packs davon aufgemacht. Das war wahnsinnig krass. Wir haben heftig viel gezogen, aber wir haben nicht alles gezogen. Das ist wahnsinnig. Deswegen kleines Review von uns, was ist so die Hitrate und wie ist die Printqualität der Karten. Und dafür habe ich ein bisschen was vorbereitet und denk dran, wenn du keine News mehr verpassen willst, hier unten, da irgendwo kannst du den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst du nichts. Und du kannst gerne hinterher einen Kommentar da lassen, wie du das Video fandest, würde mich sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, legen wir los und ich zeige dir mal so, was ist in dem Set so drin und was können wir zu der Qualität der Karten sagen. Also, als erstes erstmal ist ein ganz normales Pokémon Go ist ein 20 Booster Display, kein 30er, was ihr zum Beispiel hier von Matchless Fighter kennt. So sehen die 30er Displays aus. Das ist ein standardgemäßes 20er Display, wie zum Beispiel auch hier dieses Set und auch dieses Set. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Bild. Und zwar, wenn wir uns mal die Reihenfolge anschauen, dann ist das genau so, wie die Karten nämlich erschienen sind. Erst kam Battle, dann kam Dark Phantasma und jetzt kam Pokémon Go. Und zwar, das ist die Reihenfolge der letzten japanischen 20 Packs Sets. So, das Besondere war, dass es bei diesen japanischen Packs, bei japanischen Pokémon Go auch Promo Packs gab. Bei uns war es nicht sicher, ob wir die kriegen. Am Ende haben wir doch ein paar bekommen, das war, was ganz schön war. Und ja, so, also das erstmal zu dem Display. So, jetzt zu den Karten, die im Display sind. Also, wir haben erstmal richtig schöne Holos. So, Beispiel, weil ich die einfach so stark finde, die drei Holos von Turtok, von Bisasflor und von Glurak. Zu den Holos kann man sagen, die Holos, und es ist egal, welche Holo ihr euch in dem Set anschaut, die Holos sind einfach alle schön, ne? Hier haben wir nochmal zwei Beispiele. Ich habe hier noch ein paar mehr Beispiele. Hier ist zum Beispiel noch das Lavados. Also, es ist krass. Es ist krass. Die Karten sind wirklich schön, ne? Kann man nicht anders sagen. Hier nochmal ein Pikachu. Einfach so, damit ihr mal ein paar Exemplare dieser japanischen Karten seht. Es ist heftig. Wirklich, alleine für die Holos alleine lohnt sich das aufzumachen. So. Dann gibt es pro Display gibt es eine Secret Rare Karte. Manchmal auch zwei. Secret Rare Karten sind im Japanischen alle Full Art Karten, Gold Karten, Rainbow Karten. So, und alternative Artworks natürlich. So, dann schauen wir uns aber, bevor wir uns diese Secret Rare Karten anschauen, schauen wir uns erstmal die normalen Hits in einem Display an. Und zwar haben wir rausgefunden, pro Display habt ihr eine V-Star, eine V-Max Karte und unterschiedliche V-Karten. Ich habe euch jetzt einfach mal drei rausgesucht. Und die Qualität der V-Karten ist einfach makellos. Da kann man nichts sagen. Wir haben sehr, sehr viele V-Karten gezogen. Neben der Tatsache, dass diese Artworks brutal schön sind, von Dragoran zum Beispiel und von Mewtwo, mega, allein die V-Karten sehen aus wie Alternative, sieht so stark aus. Keine Printlines, auf keiner der V-Karten waren Printlines, alle Edges, alle Corner, alles war schön, alles war super, nix. Nix zu meckern, perfekte Quali, alles super. V-Max-Karten das gleiche, so wie gesagt, ungefähr 1 war pro Display. Auch hier nichts zu meckern. Centering war nicht immer perfekt. Also man sieht es allein in dieser Karte, ne? Rechts der Rand ist ein ganz klein wenig kleiner als der linke. Das sind minimale Abweichungen. Ne? Das ist jetzt nicht so, wie man das jetzt aus dem Deutschen kennt, wo die Karte irgendwie 70-30 ist gefüllt. So, auch das V-Star. Ne? Hier zum Beispiel auch. Centering sieht auch hier sehr, sehr gut aus. Eine ganz kleine Abweichung ist zu erkennen. Aber es ist top. Also Qualität würde ich sagen 9,5 von 10. Also, alles gut. So, dann haben wir die Secret Rare Karten. Als Beispiel mal hier eine Rainbow Karte, die wir gezogen haben. Der Effekt und die Qualität der Rainbow Karten ist einfach brutal. Es ist sagenhaft. Und ich versuche es mal hier reinzuhalten. Ihr seht weder Printlines noch sonstiges. Es gibt also keine Printlines auf den Rainbow Karten. Und auch hier seht ihr, das Centering sieht sehr, sehr gut aus. Ne? Okay, also Rainbow Karten top. Rainbow Karten top. Dann Gold Karten. Haben wir auch ein paar gezogen, das Mewtwo gezogen, zum Beispiel das Lock-Modul. Brutmaschine haben wir gar nicht gezogen, in 600 Packs nicht, also das war schade. Aber wir haben Goldkarten gezogen und ich muss sagen, guckt euch diesen Effekt an, mit diesen Outlines des Pokémons. Also Pokémon Company,
Ich schüttel euch die Hand, habt ihr gut gemacht. Es ist einfach krass. Es ist einfach krass. Aber wir sind noch nicht fertig. Also, auch das krass. Dann alternative Artwork-Karten gibt es auch in dem Set. Mewtwo alternativ ist so die Karte, die jeder haben will. Haben wir nicht gezogen. In über 600 Packs haben wir diese Karte nicht ein einziges Mal gezogen. Dafür haben wir diese Alternative mehrfach gezogen als Beispiel. Auch hier keine Printlines. Centering geht klar. Alles gut. So, das war jetzt ganz, ganz viel Lob. Ich weiß nicht, wie lange dieses Video geht, aber ich habe die Pokémon Company bisher eigentlich nur gelobt zu diesem Set. Und das ist auch so. Das Set ist brutal. Jetzt kommt aber das ganz, ganz dicke Aber. So, und das ganz, ganz dicke Aber sind diese Karten hier. Davon gibt es insgesamt 4 Stück. Es gibt das Bisaflor, es gibt das Turtok, es gibt das Glurak und es gibt das Evoli. Aus unserer Erfahrung, das heißt aber nicht, dass es so ist, aus unserer Erfahrung von über 600 Boostern, also über 30 Displays, das Glurak und das Evoli sind die seltensten Karten. Das Evoli haben wir am seltensten gezogen, ich glaube 2 bis 3 Mal. Das Glurak haben wir so 3 bis 4 Mal gezogen und Turtok und Bisaflor haben wir 6, 7, 8 Mal jeweils gezogen. Also viel häufiger als die anderen. Wenn ihr euch das angucken wollt, schaut gerne auf Twitch vorbei unter Pokesynec. Da ist der Stream noch online und der geht über 8 Stunden. Das war krasser, krasser Stream. Ich war auch am Ende fertig ohne Ende. Es war aber ein sehr schöner Stream. Also, pass auf. Pro Display gibt es eine Karte auch sehr stark. Aber, jetzt kommt das dicke Aber. Ich hatte euch ja gerade einen Hinweis gegeben, ne? Dark Phantasma, Battle Legion und jetzt Pokémon Go. In allen 3 von diesen Displays ist jeweils eine von diesen Karten drin. Ne? In Battle Legion gab es 3 Stück und auch in Dark Phantasma gab es 3 Stück. Ne? Zum Beispiel Stalos, Guardian und so weiter. Und in diesen beiden Sets, also in diesen beiden Sets, war die Qualität der Karten makellos. Leute, sie war makellos. Es gab keine Printlines auf den Karten. Nichts, gar nichts. Die waren perfekt. Perfekte Kandidaten, auch um die graden zu lassen. Und jetzt auf einmal kommt Pokémon Go und die Radiance-Karten, wo alle heiß drauf sind. Alle wollen diese Karten haben. Alle wollen das Glurak, alle wollen das Turtok, alle wollen das Bisaflor und alle wollen das Evoli. Und hier sind immer Printlines drauf. Immer. Wir haben, wie gesagt, 600 Packs, 25 Booster müssten das sein, 25 Booster-Displays. Nur von, also das heißt, wir haben 25 davon gezogen, 25 davon, und nur 2 hatten keine Printlines. Alle anderen Karten hatten Printlines, alle. Außer 2, ein Glurak und ein Turtok, alle anderen Karten haben Printlines gehabt. So, jetzt, ja gut, wie sehen denn diese Printlines aus? Pass auf. Ich zeige euch die erstmal anhand dieser Karte, dass die gar nicht so einfach sind zu erkennen. Und zwar ist diese Printline an dieser Stelle und hier unten. Die zieht sich durch. Die zieht sich immer komplett durch die Karte. So, pass auf. Mal gucken, ob ihr sie erkennt. Ah, da, ne? Seht ihr das? So eine Zickzacklinie. Hier geht sie nicht drüber, sondern sie ist quasi eine Ebene darunter. Und dann kommt sie hier wieder raus. Okay, das heißt, diese Printline ist auf diesem Muster dieser Radiance-Karte, ne? Also nicht auf der, auf dem Holo selbst sozusagen. So, jetzt denkst du, ja gut, Jarek sieht man fast gar nicht. Okay. Jetzt guckt ihr hier unten hin. Seht ihr die? Und die zieht sich komplett durch. Okay, gut. Muss man echt drauf achten, sonst sieht man das nicht. Gebe ich euch recht. So, jetzt zeige ich euch eine andere Karte. Das Turtok, auch sehr schön. Aber passt mal auf. Mal gucken, ob ihr es beim Turtok erkennt. Und, seht ihr es? Seht ihr es? Ich habe extra erst die Karte genommen, wo man es nicht so gut sieht. Und dann die Karte, wo man es gut sieht. Seht ihr das hier? Da. Diese Zickzacklinie, die sich durch die gesamte Karte schummelt. Seht ihr sie? Da. Und diese Printline, da ist die zweite. Seht ihr sie? Hier fängt sie an. Dann wird sie hier unterbrochen. Geht hier sogar durch das Turtok durch. Und hier hinten. Das heißt, diese Folie hier sozusagen, dass der Hintergrund vom Turtok ist da drauf geklebt oder da drauf gedruckt worden. Das heißt, der Hintergrund, also ihr seht, diese Printline geht komplett durch das Turtok durch. Und das ist mein Turtok übrigens, das tut sehr weh. Und Leute, jede Karte davon hat diese Printlines. Und das ist sehr, sehr schade. Ich muss sagen, ich bin trotzdem gehypt auf das Set ohne Ende. Ich habe mich super gefreut auf die Karten und ich muss sagen, das hat mir einen ordentlichen Dämpfer verpasst, weil ihr wisst, ich lasse auch gerne meine Karten graden und ich hätte gerne versucht, die 3 Karten bei GSG als 10er zu handeln oder als 9,5er. Das könnt ihr vergessen.
Das könnt ihr vergessen. Wie gesagt, von 25 Karten hatten wir ein Glurak und ein Turtok ohne Printlines. Der Rest hatte immer zwei Printlines. Immer. Immer. Und mal sind sie, ne, wie beim Bisaflor, nicht ganz so krass. Und mal sind sie, wie beim Turtok, heftig, heftig, heftig. Ja. Also, das ist unsere Erfahrung zum Pokémon Go Set. Nichtsdestotrotz, obwohl diese Karten hier wirklich extrem schade sind, dass die Printqualität dieser Karten so mies ist, weil diese Printlines sind wirklich dolle, also die sind wirklich, wirklich dolle, muss ich sagen, kriegt das Set von mir eine 9 von 10. Es macht so viel Spaß, es aufzumachen. Jeder Booster fühlt sich an wie ein sagenhafter Hit. Die alternativen Karten sind schön. Selbst die V-Karten sind so schön. Jede Holo ist schön, jede V-Karte ist schön. Es ist einfach ein Monster-Set. Wenn du also jetzt wissen willst, naja, soll ich mir Pokémon Go zulegen oder nicht? Jetzt weißt du es, das ist quasi unsere Erfahrung. Ich würde es machen, es ist ein Mega-Set. Auf Deutsch und auf Englisch wird es anders sein. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Es wird definitiv anders sein. Das japanische Set ist auf jeden Fall was Besonderes. Und das war's. Wenn du Bock hast, bestellst dir vor. Kannst du bei uns machen, kannst du auch überall anders machen. Beziehungsweise dir das Set snacken. Es ist wirklich cool. Und das war unser Erfahrungsbericht zu Pokémon Go auf Japanisch. Wenn das ganze Ding auf Deutsch und auf Englisch kommt, wird es dazu eine Fortsetzung geben. Also, wenn du die nicht verpassen willst, schau gerne nochmal vorbei. Und ansonsten bleib gesund, alles Gute. Ciao, ciao.